So, dann helfen wir jetzt noch Lambert. Stimmt, er wird wahrscheinlich einen darauf ansprechen, wieso wir ihm bei der Rache nicht geholfen haben. Die Antwort ist, ich bin nicht an Rache interessiert, sagte er und hat den Königsmörder getötet. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Wodka? Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachhältst? Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Och, komm schon. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot verteut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn. Es ist auch eine Möglichkeit, Fischen zu lernen. Übrigens, weil es Fiona an dieser Stelle sowieso nicht hören wird, zum Jahrestag gehen wir fischen. Und wenn sie es herausfinden, dann weiß ich, dass sie tatsächlich mal zugeguckt und zugehört. Harpien. Oder was Harpien-ähnliches. Es sind Harpien. Oh. Hier ist nichts. Guter Schuss. Jagen ist mit dieser Armbrust fast ein Vergnügen. So eine brauche ich auch. Sieh einer an, ich bin beeindruckt. Wo hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikanien gelernt. Bla bla. Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Fies. Da hinten gibt's noch mehr von denen. Nee, von anderen Viechern. Oder? Lustig. Das Riecht ist hier hängen geblieben. Ich habe es von seinem Leid erlöst, auf ewig hängen zu bleiben. Kommst du mit Wesemir wieder besser klar? Scheint so.
Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche, ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Und am Ende der Straße steht bitte um See. Verdammt! Hab's genau hier verteut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Mhm. Ja, vor 5 Tagen. Mhm. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Das hat uns gerade noch gefehlt. Sumpfschrulle. So ist das also, okay? Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein. Hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur 2 Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert.